Moin Leute, schön, dass ihr hier seid. Joey ist mein Name. Ich bin Historiker für mittelalterliche Geschichte und ich habe zum Templerorden promoviert. Das ist also mein inhaltlicher Forschungsschwerpunkt. Und ich habe heute für euch eine neue Reaction mitgebracht, und zwar eine alte Terra X-Doku, die sich nennt Das Mallorca-Komplott – Geheimfahrten im Mittelalter. Wer meinen Kanal schon kennt, weiß, dass wir schon mal auf eine alte Terra X-Doku reagiert haben. Und das, wie soll ich sagen, ist nicht gut geendet. Denn da wurden am Ende dann irgendwelche Templer-Geheimschatzverstecke mittels Geomantie und Wünschelrutenlauf identifiziert. Also knallharte Anwendung von Parawissenschaften wurden da zelebriert. Und ja, die Dokus sind alt, aber ja, sie sind halt immer noch da draußen und werden sehr viel geklickt. Und deswegen haben sie Einfluss. Daher versuchen wir das heute mal ein bisschen einzuordnen. Wird sicherlich lustig. Ich versuche ein paar Fakten beizusteuern, sofern ich das kann. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Wer meine Kanäle sonst noch nicht kennt, ich bin immer Montag, Donnerstag live auf Twitch unterwegs. Schaut doch da mal vorbei. Und ich habe auch einen tollen Discord-Server. Link dazu packe ich in die Videobeschreibung. Schön, dass ihr hier seid. Abfahrt mit dem ersten Kaffee, den ich heute trinke. Let's go. Ich wollte gerade sagen, bitte lass es nicht wieder in der Höhle mit Fackeln und dunklen Mänteln anfangen. Aber es fängt in einer Höhle mit Fackeln und dunklen oder hellen Mänteln an. Es ist... Unfassbar, was da vor mehr als 600 Jahren im Osten der Insel Mallorca geschieht. Fünf Männer dringen in eine völlig unbekannte Höhle ein. Für das Mittelalter beginnt hier die Hölle. Weil Menschen im Mittelalter kannten bekanntermaßen keine Höhlen und wussten nicht, was das ist. Und was? Also, die erste Doku, die andere, die wir geguckt haben, die verlinke ich euch hier mal, die hat genauso angefangen. Da sind irgendwelche Leute mit einer Fackel in eine Höhle reingestiegen und haben irgendeinen Schatz versteckt. Das ist jetzt hier eins zu eins das Gleiche. Und das Problem, diese Dokus können anfangen, wie sie wollen. Das Problem ist natürlich, das Bild ist dadurch erzeugt. Es ist alles dunkel, es ist sehr primitiv alles. Und sie wussten halt nicht, dass in irgendwelchen Höhlen nicht sofort die Hölle lagert, also wartet. Das ist halt schon irgendwie, also... Das ist einfach so einfach irgendwie. Das ist ein bisschen das Problem. Ansonsten sind wir mal gespannt, was sie draus machen. Die Angst steckt ihnen in den Knochen. Angst vor einem gefräßigen Drachen, der hier unten hausen soll. Vielleicht der Teufel selbst. An diesem verfluchten Ort hat man keinen Blick für Naturwunder. Sie wissen nicht, wie diese Tropfsteine entstanden sind. Und sie können sich auch nicht erklären, warum es tief in der Erde, nur einen Pfeilschuss weit vom Meer, einen Süßwassersee gibt. Ich meine, dafür, dass sie so Angst hatten, hatten sie schon irgendwie ein Boot am Start und sowas. Also so selten waren sie da offenbar nicht unten. Sie sind die Ersten in der Höhle des Drachen. Weshalb sie da auch ein Boot am Start haben. Es macht alles Sinn. Durch die heute Millionen Touristen geschleust werden. Und sie haben einen Geheimauftrag. An markanten Punkten der Wegstrecke machen sie sich Notizen. Die sind wichtig für ihren Auftraggeber. Der Gouverneur von Mallorca hatte angeordnet, hier unten einen Schatz zu suchen. Nicht die Juwelen der Mauren. Die waren schon längst von der Insel gefegt. Please no Templerschatz. Es muss ein Templerschatz sein, sind wir ehrlich. Und um ihr Hab und Gut gebracht. Nein, es geht um den Schatz der Templer. Erst vor wenigen Jahren hatte man den mächtigen Ritterorden zerschlagen. Seine sagenhaften Reichtümer spurlos verschwunden. Diese unheimliche Höhle, die kaum jemand zu betreten wagte, wäre ein ideales Versteck gewesen. Was unsere Männer wirklich gefunden haben, bleibt ein Geheimnis. Aber es war keine Legende. Der Fall ist aktenkundig, belegt durch eine Urkunde von 1339 im Archiv des Königreichs Mallorca. Dieses Dokument markiert die Folgen einer beispiellosen Verschwörung. Ein Komplott, dem die mächtigste Organisation des Mittelalters zum Opfer fiel. Sind damit die Templer gemeint? Also
Also das Interessante ist ja Folgendes. Also das weiß ich insofern, als dass mein nächstes Video sich um den Templerschatz drehen wird. Und der Templerschatz ist ja in aller Munde und jeder weiß davon irgendwie und so. Und dass diese Templerschatzsache, da gibt es auch Quellenbemerkungen dazu. Das ist also der Begriff des Schatzes, des Thesaurus, glaube ich, steht da. Der kommt auch in den Quellen vor, aber diese Faszination der Jagd danach, des Suchens und sowas, dass irgendwie Alternativhistoriker sich da auf den Weg macht, die ist eine viel spätere Entwicklung. Also war jetzt nicht so, dass jeder im Mittelalter irgendwie nach einem krassen Templerschatz aus war, sondern ja, die hatten Besitztümer, die hatten Preziosen, die hatten Reliquien und dergleichen, aber dass das irgendwie ein geflügeltes Wort der Templerschatz war, das war eben nicht so. Und das wird hier in einem anderen Zusammenhang dargestellt. Das zweite Problem ist sozusagen die mächtigste Organisation oder Geheimorganisation. Dieses Wort geheim nervt mich einfach immer wahnsinnig. Dabei war an den Templern, das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, war halt nichts geheim. Das war nicht weniger oder mehr geheim, als es jeder andere Orden auch war, in den du nicht einfach so rein konntest, sondern wo du halt aufgenommen werden musstest, wo nicht alles sofort ausgeplaudert wurde, wie es halt in jedem Orden sozusagen ist. Orden sind geschlossene Gemeinschaften. So, und das war bei den Templern irgendwie nicht anders. Und da, die waren, also, das wird aufgebauscht bis zum noch und nöcher und dann mit diesem Schatz verbunden und dann bist du bei Geheimorganisationen und Komplott und sowas. Merkst du schon die Zugrichtung, in die das alles geht. Erneut, das ist alt und so, aber es kommen zahlreiche neue Bücher raus, wo es eben auch um den Templerschatz und sowas geht und es spinnt sich fort. Ich weiß, dass das faszinierend ist, aber die Quellenlage, die muss halt echt genau betrachtet werden und man würde sich wundern, was da alles so zum Vorschein kommt, quellentechnisch. Ich meine, vielleicht ein Satz dazu noch. Mallorca und die Templer ist ein großes Thema, denn in den irgendwann 1220ern wird Mallorca im Rahmen der Reconquista auch wieder als christliches Reich sozusagen etabliert, wird zurückerobert. Und die Templer spielen dabei auch eine Rolle. Und da gibt es im Nachgang eine Menge an Besitzungen des Templerordens. Und was total bekannt ist, das ist eine meiner persönlichen Lieblingsstücke, die ich mit dem Templerorden in Mallorca verbinde, es gibt einen Bernhardsaltar. Also ein Bernhard ist in Bezug auf Bernhard von Clairvaux, der Zisterzienser-Theologe, der eben wahnsinnig einflussreich war, auch auf den Templerorden Bezug nehmend. Und dort gibt es ein Altarstück, wo es eine ganz bekannte, die blende ich euch mal gleich ein, wenn sie nicht in der Doku gezeigt wird, eine ganz bekannte Laktanz-Darstellung gibt. Also ein ganz skurril anmutend heute ein Bernhard von Clairvaux, der vor einer Mariendarstellung niederkniet und einen Milchstrahl aus ihrer Brust empfängt. Und dieser Altar stand in einer Templerkapelle. Das ist super spannend und lässt natürlich ganz großen Aufschluss über die Spiritualität des Ordens und die Bezugnahme zu Bernhard von Clairvaux und sowas gibt es Aufschluss. Das ist super spannend. Ich hoffe sehr, dass solche Dinge hier noch vorkommen, denn dann würde ich ein bisschen Quellengrundlage und sowas geschaffen. Es geht offensichtlich um die Mallorca-Fahrt der Templer unter anderem und ich habe ein sehr großes Bedürfnis, das alles einzuordnen. Wie ihr merkt, hoffen wir das Beste. Vergessen Sie Arenal, die Bierstraße und Ballermann 6. Wir zeigen keinen Teutonengrill und keine Putzfraueninsel. Kein Postkarten-Mallorca mit Trauerrand. Wir folgen den verborgenen Spuren der Templer, drehen die Uhr zurück bis anno 1229, als Jaime der Erste, König von Aragon, den günstigen Zeitpunkt erkannte, die Inseln vor seiner Haustür von den Sarazenen zu säubern. Zunächst nahm er sich die größte vor, Mallorca. Vor der Bucht von San Telmo, um das kahle Felseiland Dragonera, sammelte Jaime seine Flotte und schlug erstmals zu. Das Meer war weiß von Segeln und dann färbten sich die Strände rot. Ein zweiter Angriffskeil zielte auf Santa Ponza. Hier wurde später das riesige Kreuz errichtet, genau da, wo der König am 10. September 1229 mit seinen Truppen an Land ging.
Unter ihnen kämpften auch viele Templer. Jaime war als Junge von ihnen erzogen worden. Er schätzte ihre militärische Schlagkraft. Doch zahlreiche Ritter ließen bei der Invasion ihr Leben, im Zeichen ihres Ordens, dem blutroten Kreuz. Ich finde das Framing einfach total spannend. So zahlreiche Templer waren es gar nicht. Man hat gar nicht so die genauen Truppenangaben nach allem, was ich weiß. Aber auch das Verhältnis zwischen Aragorn und dem Königreich Aragorn und den Templern ist ein wahnsinnig spannendes. Müsste ich eigentlich auch mal was zu machen. Denn da gibt es wahnsinnig enge Bezüge. Es ist gerade natürlich so, dass insgesamt auf der Iberischen Halbinsel die Relevanz des Tempelordens relativ früh erkannt wurde, weil es natürlich da lange einen Frontverlauf zwischen Christentum und Islam gab und überall dort, wo der Bedarf an schlagkräftigen Truppen groß war, hat man relativ früh die Relevanz des Templerordens erkannt oder auch dann der nachfolgenden Ritterorden. Das heißt, da gab es schon enge Verbindungen und es gibt ein ganz, ganz bekanntes Testament, das unter anderem den Templern übermacht wurde, große Teile des Königreichs Aragorn zu erben. Das ist ein anderes Thema, kam dann sozusagen nicht dazu. Aber es gibt sehr enge Verbindungen sozusagen zwischen diesen beiden Aspekten. Deshalb ist es schön, dass es hier auch so erwähnt wird. Der Sieg war erst perfekt, als man nach monatelanger Belagerung, hier zeitgenössische Kriegsbilder, an Silvester 1229 die Hauptstadt einnehmen konnte, das arabische Medina Mayorga. Davon ist im heutigen Palma so gut wie nichts mehr übrig. Außer dem Namen für das Stadtschloss, der Almudaina, und dem arabischen Badehaus, einer Mini-Moschee auf 12 Säulen mit Fußbodenheizung und lichtdurchlässiger Halbkuppel. Herrliche Anlage. Die Kreuzfahrer haben seinerzeit gründlich aufgeräumt und aus den Trümmern der zerstörten Medina ihre christliche Metropole erbaut. Im Zentrum, wo man das Mittelalter noch hautnah spürt, glaubt man, dies alles sei erst gestern geschehen. Ich meine, dafür, dass das alles mittelalterlich sein soll, fehlt ein bisschen der Matsch auf dem Boden, ne? Und der Schmutz und Dreck. Das ist Ironie, ne? Wisst ihr? Die Carrer del Temple, der Tempelweg, führt direkt zum Templerplatz. Nicht gerade die feinste Adresse von Palma. Aber hier ragt der Palast auf, den König Jaime den Rittern nach der Eroberung geschenkt hatte. Trotz massiver Veränderungen in den letzten Jahrhunderten erkennt man noch zwei Ecktürme mit einem Portal. Der Eingang zu einem ursprünglich arabischen Kastell. Genau, die sind nach allem, was ich weiß, zeitgenössisch, also natürlich tausendfach umgebaut und sowas. Aber der Platz, der den Templern gegeben wurde, beziehungsweise der Ort der Niederlassung, ist auf sozusagen den arabischen Vorstrukturen erbaut worden oder Abwandlungen davon und ist in der Grundstruktur, soweit ich weiß, tatsächlich zeitgenössisch. Ja. Jetzt ist es voll mit Wohnungen. Auch krass, ne? Überleg mal, du hast irgendwie eine Mietswohnung oder hast Eigentum in der früheren Templer-Niederlassung. Da würden alle Nerd-Alarmglocken hier schrill schlagen bei mir. Wäre das cool, ey. Auch wenn es super unangenehm ist, da drin zu wohnen, weil es dämmtechnisch und heiztechnisch wahrscheinlich ein Albtraum ist. Aber wie cool wäre das? Versteckt im Hintergrund die Templerkapelle. Heute gehört sie einem katholischen Verein, der hier verlassene Kinder betreut. Strebepfeiler, eine Lichtgalerie, Mittelalter pur. Den Altar schmückte einst ein großes Ölbild mit Szenen aus dem Leben des heiligen Bernhard von Clairvaux. Da ist das Altarbild. Super, das ist genau das, von dem ich sprach. Und hier, nee, warten wir mal ab. Da ist die Laktanzdarstellung hier oben. Ich blende die nochmal gleich in vollformatig ein. Ganz, ganz herrliche Darstellung. Der fanatische Kreuzzugsprediger hatte den Templern die Ordensregel geschrieben. Ja. Also, ja, liest man häufig. Konzil von Troyes, 1129,
entsteht die Ordensregel und natürlich hat die nicht Bernhard, saß der nicht Bernhard und hat er einfach irgendwie, ich glaube, was sind es, 71 oder 73 Textzeilen niedergeschrieben, sondern das ist eine Mischung aus vorvergangenen Regelungen, die angepasst wurden an die Bedürfnisse des Tempelordens. Die hat nicht Bernhard, aber sein Geist ist da drin sozusagen, seine Ideen und seine Gedanken sind da drin. Und ich finde immer das mit diesem Wort fanatisch, ein fanatischer Kreuzzugsprediger. Ja, er war ein großer Unterstützer der Kreuzzugsidee, auch deswegen natürlich auch des Templerordens, dann nach und nach. Dieses fanatisch, das erzeugt so dieses Bild, dieses Abstrusen aus dem Zeitgeist, aus dem damaligen Zeitgeist. Und die Kreuzzüge sind natürlich aus dem damaligen Zeitgeist nichts Abstruses, sondern die sind aus dem Geist der Zeit entstanden. Das ist nichts Widersinniges, Widernatürliches gewesen, sondern das ist eine logische Konsequenz aus der damaligen theologischen, aus der damaligen insgesamt Gedankenwelt. So, und das ist eine Sache, dass das uns heute abstrus erscheinen muss und deswegen alle fanatisch sind. Und das ist es auch aus unserer heutigen Zeit. Aber es ist schon unsere Aufgabe, auf diese Vergangenheit zu blicken, aus dem damaligen Zeitgeist und es dann entsprechend einzuordnen. Und deswegen mag ich diesen Twist immer nicht, weil dieses fanatisch, das erzeugt in meinem Kopf so dieses Bild des zähnefletschenden, geifernden Typen, der irgendwie zu Hass aufruft. Und ganz so einfach, glaube ich, dürfen wir es uns nicht machen. Ich glaube, das wäre mein Plädoyer und deswegen stört mich das Bild, das da erzeugt wird durch solche Vokabular. Seine fast schon erotische Liebe zur Gottesmutter machte die Ritter zu glühenden Marienverehrern. Wie Bernhard wollten sie die lebensspendende Milch der heiligen Jungfrau empfangen. Und das ist echt eine krasse Darstellung. Also da ist ein krass sexualisiertes Bild. Also da sind Körperflüssigkeiten sozusagen ausgetauscht. Und erscheint uns heute abstrus, aber das ist ein Bild der ultimativen Nähe. Und das ist genau richtig, was Sie sagen. Die Mariendevotion war wahnsinnig ausgeprägt bei den Ritterorden allgemein, aber auch und vor allem bei den Templern. Nebst einer Christologie, also einer wirklich entscheidenden Rolle Christi in der eigenen Spiritualität und Theologie, den kindlichen Jesus dann hier auf dem Arm. Aber das ist schon wirklich eine sehr, sehr interessante Form. Also Lactanz-Darstellungen gibt es auch in ganz anderen Konstellationen, auch ohne Bernhard und sowas. Aber es ist schon interessant, sich vorzustellen, dass da ein Templer vor diesem Altar kniet und natürlich dieses Bild in sich aufnimmt. Und was das sozusagen mit einem macht, das ist schon sehr spannend. Und wenn viele richtige Aspekte hier genannt, finde ich sehr gut. Was die Templer da um 1290 malen ließen, ist kein frivoler Akt, sondern eines von vielen Wundern, abgesegnet durch die Kirche und erstmals auf diesem Gemälde dargestellt. Ist das erstmals? Kann ich nicht sagen. Fehlt mir der Quellenkontext. Das Kunstwerk hat gut 700 Jahre leidlich überstanden und hängt heute im städtischen Museo de Mallorca. Ich habe dazu einen Abschnitt in meiner Doktorarbeit unter anderem dazu verfasst. Sebastian Salvado, ein Kollege, auch ein Tempelforscher, hat sich sehr ausführlich mit diesem Altarstück auseinandergesetzt. Falls euch das irritiert, ich hoffe, ich denke dran, ich packe euch einen Link zu dem Artikel. Ist da auf Spanisch? Weiß ich nicht. Packe ich auf jeden Fall in die Beschreibung, wen das interessiert. Sehr, sehr spannend. Alte Stadtpläne von Palma zeigen, dass die Templer zwischen der Kapelle und den zinnenbewehrten Mauern Gärten angelegt hatten. Beete mit Heilpflanzen, die künstlich bewässert wurden. Das hatten sie von den Arabern gelernt. Wir kreisen über der ehemaligen Ordensburg, dem Tempelhof. Einen Garten sieht man auch heute noch, freilich etwas verwildert. Aus der Luft erkennt man auch, wie dicht der Templerbezirk beim alten Judenviertel lag. Direkt unter uns verlaufen die Straßen der Pelzhändler, der Knopfmacher und Gerber. Die Ordensritter gewährten den Juden Wasserrechte und profitierten umgekehrt von einem einzigartigen Spezialbetrieb, der jüdischen Kartografenschule, die bald die berühmteste in ganz Europa wurde. Betrat man die Werkstatt, glaubte man zunächst in einer Gerberei zu sein. Doch die geglätteten Tierhäute, die überall zum Trocknen hingen, waren der Stoff, aus dem Seekarten,
und Träume entstanden. Man malt, was auf die Kuhhaut geht. Inseln, Küsten, Häfen. Fast so präzise, wie wir es von einem modernen Atlas kennen. Solche Karten waren teuer und blieben unter strengem Verschluss. Nur die Templer kamen vermutlich an einige Exemplare heran. So, ich bezweifle, dass nur die Templer daran kamen. Er wird schon noch ein paar andere Leute gegeben haben. Aber es ist interessant, wie das dargestellt wird. Es ist bisher, ich hoffe, ich bereue meine Worte nicht, eine schöne Abwechslung zu dem, was man sonst so sieht. Es ist nicht alles super dreckig, es wird nicht alles schlammig dargestellt. Es gibt Farbe, wer hätte es gedacht. Es gibt Bildung, man konnte kartografieren. Es war ein Geben und Nehmen in einer mittelalterlichen Stadt. Immerhin, ne? Da sind wir schon weit Schlimmeres gewohnt. Doch bevor sie das Meer kreuzten, bauten sie ihre Stützpunkte auf der Insel aus. Die Ebene der Windräder, uralter Templerboden. Ihr Landgut Saranyasa lag nahe dem heutigen Flughafen. Stört nur mich der Begriff uralter Templerboden? War halt im Besitz der Templer, offenbar. Aber irgendwie, okay. Auf dem Weg ins Landesinnere kommen wir an Alaro vorbei. Nach der Invasion der Christen hatten sich Reste arabischer Streitkräfte dort oben verschanzt. In einer Festung auf einem Felssporn der Tramuntana. Die Kreuzritter brauchten sie nur auszuhungern. Dann waren sie selbst die Herren von Alaro. Wer Alaro besaß, der kontrollierte Inka. Und Inka war wichtig für die Templer. Der Ort liegt in einer wasserreichen, fruchtbaren Ebene, wo Obst, Gemüse und Oliven in verschwenderischer Fülle wachsen. Noch nicht einmal 2 Jahre nach der Eroberung, ganz genau am 8. Juli 1231, erlaubte König Jaime den Rittern, hier in Inka 30 Familien sarazenischer Leibeigener anzusiedeln. Die arbeiteten für sie in Pacht, waren am Ertrag der Olivenernte beteiligt, durften weiter Arabisch sprechen und ihre Religion frei ausüben. Auch das hört man relativ selten, ne? Und war ein ganz bekanntes Vorgehen und ein klassisches Beispiel von Pragmatismus. Das man hier sieht, auch finde ich durchaus auch gut, dass das hier erwähnt wird. Mehrere Punkte. Templer als Wirtschaftsorganisation wird ganz selten, finde ich, in der Form in Dokus so präzise rausgehoben oder so prägnant rausgehoben. Denn das Wirken des Templerordens war natürlich in der Form nur möglich, weil man einen massiven wirtschaftlichen Hintergrund hatte. Also das heißt, das Geld für den Krieg im Osten zu beschaffen, war Aufgabe von, weiß ich, 2/3 des Templerordens global gesehen. Also das heißt, die ganzen Wirtschaftsbetriebe, die Pachten, die wirtschaftlichen Einnahmen, der Obstanbau, der Handel, all das hatte natürlich das Ziel, natürlich selbstversorgend die Komtureien und die Ordensniederlassungen zu supporten, aber vor allem eben auch in Form der Responsion, das nennt man das also, ich glaube, hat geschwankt, aber ungefähr 1/3 der eigenen erwirtschafteten Einnahmen für den Kampf im Osten sozusagen bereitzustellen. Das war Sinn und Zweck. Deswegen ist der Orden so groß geworden. Deswegen hat er all diese Wirtschaftsaufgaben übernommen, um den Krieg zu finanzieren. Und dass das nur ging, Hand in Hand mit den Bevölkerungen vor Ort, wo man eben war. Denn der Templerorden hat an ganz vielen Ecken in Europa natürlich Eigentum besessen oder Besitzrechte erworben. Und das ging natürlich nur mit der lokalen Bevölkerung vor Ort. Also klassisch sinnmachend würde man hier mit der arabischen Bevölkerung, die eben dort ansässig war, aufgrund der vielen Jahre arabischer Herrschaft davor, Hand in Hand arbeiten. Denen einfach ein normales Leben weitergewähren und zu sagen, ihr arbeitet jetzt für uns, macht uns Abgaben, dann haben wir hier ein friedliches Miteinander. Das ist spannend und war durchaus nicht selten der Fall. Haben wir im levantinischen Bereich, aber auch in ganz anderen Orten. Und sind wir ehrlich, einfach ein smarter Move. Wenn du da als Neubesitzer hinkommst, richtest du dich nach dem, was schon immer davor gemacht wurde. Denn die wissen es in aller Regel am besten, was hier funktioniert vor Ort, lokal. Macht durchaus Sinn. Als das 9 Jahre später dem Papst zu Ohren kam, protestierte er heftig gegen diese humane Behandlung der satanischen Anhänger Mohammeds. Umsonst, die Templer hatten vollendete Tatsachen geschaffen. In Inka ließen sie triumphierend die Glocken läuten.
Die Pfarrkirche Santa Maria la Maggiore entstand zwar unter ihrer Regie, wurde aber später abgerissen und durch einen Barockbau ersetzt. Nichts ist, wie bitter ist das, mehr, wie es einmal war, bis auf ein merkwürdiges Überbleibsel. An vergessene Templerrituale erinnern noch das Taufbecken und die Holzwinde, mit der man den Täufling wieder aus dem Wasser zog. Solche Ganzkörpertaufe hatte die Amtskirche um 1250 abgeschafft. Und warum ist das jetzt ein Templerritual? Haben wir irgendeinen Beleg dafür? Nee, haben wir nicht. Was? Nur weil das mal eine Templerkirche davor war oder an dem Ort mal eine stand. Und also auch erneut, das ist dieses Bild der Geheimrituale, der Geheiminitiation und sowas, das da dahinter steht. Wir müssen schon davon ausgehen, dass der Templerorden ein sehr kirchentreuer, also kirchentreu, warum nehme ich das Wort überhaupt in den Mund, dass sie ein sehr katholischer Orden war, der sich also an das gehalten hat, was die Amtskirche einfach vorgegeben hat. Dann wird in solchen Dokus immer unterstellt, und das triggert mich eben so, dass sie abgewichen wären von dem. Natürlich gab es immer ein Widerspiel zwischen kirchlichen Institutionen, zwischen Königen, Papsttum, zwischen den kirchlichen Organisationen an sich. Deswegen protestiert eben auch mal ein Papst und sagt, könnt ihr so nicht machen. Es gab permanent Streit zwischen den Orden, zwischen Ritterorden und dem Papsttum. Das gab es immer. Dennoch war grundsätzlich klar, der Papst steht hinter diesen Organisationen, und die Templer, wie auch andere Orden, werden Teufel getan haben und im großen Stil irgendwelche Freveleien oder gegen den orthodoxen kirchlichen Glaubenssätze sozusagen verstoßen haben. Das ist Quatsch, das anzunehmen. Das ist so eine Rekonstruktion dieses hinsichtlich auch des Prozesses, dass irgendwas nicht richtig abgelaufen sei und sowas. Und dann hier mal just eben Taufbecken mit irgendeiner Winde als Beleg dafür herzunehmen, dass die Templer irgendwelche geheimen Rituale abgehalten hätten, ist halt echt Quatsch einfach. Also es läuft echt vieles ganz okay bei der Doku gerade, aber das ist Quatsch. Vor allem war doch daneben einfach, ich rede mich hier auf, war doch daneben einfach ein normales Taufbecken oder nicht? Was labert ihr, ganz ehrlich? Innern noch das Taufbecken und die Holzwinde, mit der man den Täufling wieder aus dem Wasser zog. Ist mit der Winde den Dude in das kleine Taufbecken, in die Pfütze gelassen oder was? Das macht doch hin und vorne keinen Sinn, dieses Argument. Solche Ganzkörpertaufe hatte die Amtskirche um 1250 abgeschafft. Ja, okay. Wie dem auch sei. In ihren besten Tagen hatten die Templer fast den ganzen Nordosten der Insel im Griff. Das Gebiet umschloss die Berge der Tramuntana mit dem berühmten Wallfahrtsort Juk, angeblich eine Gründung der Ordensritter. Das wird dem Besucher schon an der Pforte mitgeteilt. Gut möglich, dass die Templer den Bau des Klosters mit Geld und Personal unterstützten. Also das sagt mir nichts, da fehlt mir tatsächlich das Hintergrundwissen dazu, das kann ich nicht sonderlich einordnen. Was man allgemein dazu sagen kann, ist, dass die Etablierung von Pilgerorden nicht ungewöhnlich war für kirchliche Orden an sich, aber auch für die Ritterorden. Also ich habe in meiner Diss habe ich mich mit ein paar Versuchen des Ordens auseinandergesetzt, Pilgerorte zu etablieren. Gibt es mehrere Beispiele. Ich habe das vor allem im levantinischen Bereich mal versucht nachzuverfolgen, in Jerusalem konkret. Und es wäre nichts Ungewöhnliches zu sagen, hier ist ein verehrungswürdiger Ort, kommt mal her, ihr Pilger, und Klammer auf, lasst mal euer Geld bitte hier. Denn das ist häufig der Hintergrund auch von Pilgerorten. Pilgerorte bedeuten Geld für die betreibenden Institutionen. Das war allen klar, und darauf musste der Tempelorden achten, wie alle anderen Orden auch. Man musste irgendwie liquide bleiben. Und Pilger zu versorgen, sie anzulocken, gehörte da zum täglich Brot tatsächlich. Es wurde eigens für eine schwarze Madonna errichtet, und die Templer waren glühende Marienverehrer. Aber warum ausgerechnet eine dunkelhäutige Jungfrau? Die schwarze Madonna war keine heidnische Göttin, an der die offizielle Kirche Anstoß nehmen konnte. König Salomos Tempelritter hielten sich genau an die Bibel. Dort heißt es: Ich bin schwarz, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, schwarz wie die Teppiche Salomos.
Ich bin schwarz, denn die Sonne hat mich verbrannt. Zur Moreneta, der Schutzpatronin Mallorcas, pilgern noch heute Tausende. Östlich von Juk erreicht man Polenza, eingebettet zwischen den Ausläufern der Tramuntana und zum Meer hin offen. Eigentlich ein friedlicher Ort. Aber Polenza lag keineswegs im Windschatten der Politik. Hier hielten sich die Widerstandsnester der Sarazenen am längsten. Gefahr drohte auch von der Nachbarinsel Menorca, über der noch der Halbmond wehte. Der Außenposten Polenza brauchte eine starke Hand, und die hatten die Templer. Mit den arabischen Freischärlern machten sie kurzen Prozess. Dann begannen sie, ihren Besitz zu vergrößern. Vor der Stadt reihen sich noch immer die Mühlen der Templer auf. Nur sie und der König durften Korn mahlen und Brot backen. Das brachte satten Gewinn. Also typischer Fall von Einräumung von besonderen Rechten und Privilegien. Da haben wir wieder den Wirtschaftsaspekt. War durchaus ertragreich, ne, für viele Ordenseinrichtungen, wie man hier an dem Beispiel aussieht. Kann ich nicht einordnen, ob die Aussage so konkret in der Form stimmt, ob die Templer beispielsweise die einzigen waren. Denn an der Eroberung Mallorcas waren nicht nur die Templer beteiligt, sondern ganz, ganz andere umfassende Kontingente auch noch. Und würde mich insofern ein bisschen wundern, aber kann ich nicht final einschätzen und ist durchaus gut möglich. Das Zentrum Polenzas mit der Plaza Mayor und der Kirche Santa Maria. Merkst du schon auch alles Marienpatronate, ne? Den Bau von 1236 erinnert nur noch die große Fensterrose. Im Innern hat man sämtliche Spuren der Ordensritter ausgelöscht. Aber direkt an der Templerstraße, genau gegenüber... Ein offenbar zeitgenössisches Bild. Kein zeitgenössisches Bild. ...steht noch das trotzige Haus, in dem ihr Komtur residierte. Die Männer an der Spitze des Ordens wurden im Lauf der Jahrzehnte immer mächtiger und dreister. Ach ja? Woher nimmst du diese Aussage? Warum genau wurden sie dreister? Es war einfach ein einflussreicher Orden, der seine Finger an ganz vielen Orten mit drin hatte. Warum sind die dreister geworden? Weiß ich nicht. Die waren einfach eine total wichtige Institution, die direkt das Ohr des Papstes und vieler Könige hatte. Bin gespannt, was jetzt das Argument ist. Auf dem Kalvarienberg, den die Leute noch heute Puig del Temple, also Templerhügel nennen, errichteten sie einen riesigen Galgen, an dem sie im Namen des Königs Verbrecher aufknüpften. Jetzt steht hier eine kleine Kapelle mit einer ergreifenden Passionsgruppe. Heißt ja auch Kalvarienberg, deswegen dürfte da auch eine Passionsgruppe stehen. Also Kalvarienberg ist in Bezug, ne, auf den auf Golgotha, die Schädelhöhe, der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, der natürlich eine Bezugnahme auf Jerusalem ist. Und wo heute die Grabeskirche darüber gebaut wurde. Der Galgen ist jetzt offenbar dargestellt als Widerspruch gegen königliche Erlässe und dergleichen. Würde mich wundern, wenn das nicht einvernehmlich geschehen wäre. Aber das ist wahrscheinlich das, was er mit Dreistigkeit meint, hier der Sprecher. Schwierig, das so darzustellen, finde ich, ganz ehrlich. Original Mittelalter. Maria, die Schutzpatronin der Templer, zu Füßen ihres gekreuzigten Sohnes. Original Mittelalter. Schöne Darstellung, oder? Die Macht des Ordens in Polenza war enorm. Er sprach Recht bei Prozessen, entschied in kirchlichen Fragen und verlangte sogar, dass die Bevölkerung nur ihm und nicht dem König diente. Also, okay, dieser Pfad wird offensichtlich weiter beschritten. Der Tempelorden war exempt. Er war sozusagen nur der Gerichtsbarkeit des Papstes unterstellt, und das war in der Tat ein Dorn in den Augen vieler Machthabenden, weil sozusagen der direkte Zugriff auf den Orden nicht gegeben war. Und das heißt durchaus, dass also eine Form von Selbstverwaltung da stattgefunden hat. Ob man da immer von dieser Idee des Staates im Staate sprechen kann, da wäre ich sehr vorsichtig, denn den Templern hatte nicht die Insel gehört, sondern die haben vielleicht einen Teil davon verwaltet und dergleichen. Deswegen würde ich das gar nicht als großen Widerspruch sehen. Und im Zweifel ist es ja durchaus auch gewünscht,
sozusagen von den lokalen Machthabern, weil sie sich dann darum einfach nicht kümmern müssen. Da wird halt Absprachen gegeben haben oder Abgaben entrichtet worden sein, aber war im Zweifel gar nicht so der Widerspruch. Es kann schon sein, dass es da Konflikte gegeben hat. Im Falle von Mallorca weiß ich das nicht genau. Aber es wird hier sozusagen das Bild einer völlig autarken Institution abgebaut, der niemand mehr hat was sagen können. Und ganz so einfach ist es dann wohl auch nicht. Über dem Meer, nur eine Wegstunde vor den Mauern Polenzas, thront Castel del Rey. Die königlichen Beamten in der Festung verfolgten das Treiben der Templer mit Argwohn. Das Treiben der Templer. Auch da sind schon wieder die Irrungen angedeutet, ne? Die sich dann später im Templerprozess, so die Idee des Narrativs, bewahrheiten sollten. Ich bin gespannt, welche Zugrichtung das am Ende noch aufnimmt, ob das dann zu Recht aufgelöst wurde und sowas, ob das dann kommt. Finde ich schwierig. Im fernen Palma wurde man unruhig. Es ist die Frage, warum? Dort fand gerade ein feierliches Richtfest statt. Stein um Stein war die Kathedrale am Meer in die Höhe gewachsen. Ich vermute, dass die Idee gleich verfolgt wird, der Tempelorden wird zu mächtig und muss deswegen aufgelöst werden. Ich schätze, darum geht's. Knapp 80 Jahre, nachdem die Templer den Boden für dieses Wunder der Christenheit bereitet hatten, wurden sie von einem Komplott überrascht. Ein Schachzug des französischen Herrschers. Jaime II., König von Mallorca, machte sofort mit, denn ihm gehörte das Roussillon, eine Provinz im Süden Frankreichs. Und die wollte er nicht an den mächtigen Nachbarn verlieren. Im November 1307 bekam Arnald de Castelví, Chef der Templer in Palma de Mallorca, einen alarmierenden Brief von seinem Kollegen aus Katalonien, also vom spanischen Festland. Dieses Dokument blieb wie durch ein Wunder bis heute erhalten. Darin heißt es: Verkauft alle Grundstücke und wertvollen Gegenstände. Bringt euer Geld in Sicherheit. Ich fürchte, unsere Organisation, der Tempel, zerbricht. Schon ein Jahr später rollte eine Verhaftungswelle über die Insel. Angeblich wollten Papst und Könige die heilige Kirche von ketzerischen Elementen reinigen. In Wahrheit aber ging es um das Geld einer Organisation, die ihnen zu mächtig geworden war. Aha, da haben wir also das Narrativ. Also ging es Ihnen darum, der Prozess wurde vornehmlich von Philipp IV., dem französischen König, losgetreten. Ich habe da mit anderen Geschichtsfenstern ein sehr ausführliches Video zugemacht. Verlinke ich euch hier und seid herzlich eingeladen, euch anhand dieses Videos mal mit der Auflösung des Tempelordens zu befassen. Es ist also eine sehr monokausale Erklärung, die wir hier sehen, ne? Also war ihn zu mächtig geworden und ist halt de facto Quatsch, weil wenn der Papst hätte nur mit dem Finger schnippen müssen, dann hätte der Tempelorden wahrscheinlich gehorcht, denn nur ihm unterstand er. Und es ist also sehr wichtig, die Richtung, aus der so dieser Impuls der Auflösung kam, richtig einzuordnen. Das Problem ist natürlich, dass die Festnahme der Templer ab 1307 in den Ländern Europas sehr, sehr unterschiedlich vonstatten ging. In ganz vielen Orten, unter anderem, soweit ich weiß, auf Mallorca oder zum Beispiel auch in den spanischen Ländern, haben die sich durchaus gewehrt, weil sie es erstens nicht glauben konnten und zweitens natürlich nicht einfach so widerstandslos ihre Besitzungen aufgegeben haben. Und dann hast du natürlich ein Problem als lokaler Machthaber, wenn du dem Orden erst dicke Festungen übereignet hast, weil du froh warst, dass sie für dich mit die Verwaltung übernehmen und dann plötzlich den Aufruf bekommen hast, nehmt die mal alle fest. Hast du da eine fette Festung im Land stehen und denkst, wie komme ich denn da jetzt ran? So dass vieles also nur über Belagerung und Aushungern ging, wie auch hier in diesem Falle. Die Anklage gegen die Templer lautet auf Götzenverehrung, schwarze Magie, Homosexualität und Amtsmissbrauch. Der wichtigste Punkt fehlt natürlich, sagen die Verleugnung Jesu Christi. Das ist einer der entscheidenden Punkte. Ich weiß, die anderen Punkte hören sich mal besser an, aber aus damaliger Sicht war natürlich das entscheidend wichtige. Bespucken des Kreuzes zum Beispiel war einer der Vorwürfe. Das ist das eigentlich schlimme Zeug. Aber ja, die anderen Punkte kamen auch vor.
Amtsmissbrauch übrigens vielleicht ein Punkt, der nicht so richtig klar ist. Zum Beispiel Absolution erteilen war da einer, der natürlich nur durch einen Kleriker in aller Regel durchführbar, durch einen Geistlichen. Und einigen Templern wurde vorgeworfen, Komturen oder Großmeistern zum Beispiel, dass sie, obwohl sie nicht Geistliche waren, Mitbrüdern die Absolution erteilt hätten nach der Beichte. Und das wäre natürlich kirchenrechtlich nicht in Ordnung gewesen. In Frankreich lodern die ersten Scheiterhaufen. Ah, interessante Darstellung. Hier haben wir den kurzärmlichen Templer mit fettem roten Kreuz. In Frankreich lodern die ersten... Also nun wahrlich kein Moment zum Lachen, aber ich habe ja ein ausführliches Video zur Ausstattung des Templerordens gemacht und wir wissen sehr genau, dass also so ein Ordensmantel, eine Kappa, die das eigentlich sein sollte, nicht ausgesehen hat, was Positionierung des Kreuzes, Größe des Kreuzes und dergleichen angeht. Wer das Video nicht kennt, herzliche Einladung, warum fast alle Templerdarstellungen falsch sind, als Video mal anzugucken. Ein Scheiterhaufen. Was ist das denn? Ist das irgendwie ein... Der Helm, also was offensichtlich ein Topfhelm sein soll, sieht so aus, der sieht richtig traurig aus, als würde der Helm wissen, oh mein Gott, was tue ich hier? Es ist so peinlich. Also es soll offensichtlich ein Topfhelm sein. Flache Kalotte obendran. Aber was hat der da an? Also so ein Gladiator oder irgend sowas. Und da haben wir es mal wieder, das grausame Mittelalter, ne? Ach ja. Auch auf Mallorca fürchten die Ordensritter das Schlimmste. Auf einer Insel gefangen ist doppelt gefangen. So sehen sie ihre Lage. 100 Jahre nach diesen Ereignissen malte der einheimische Künstler Pere Nisard eine höchst aufschlussreiche Szene, heute im Diözesanmuseum hinter der Kathedrale. Sarazenen greifen ein Stadttor von Palma an. Es wird von Templern verteidigt und ist mit ihrem Erkennungszeichen, dem roten Tatzenkreuz, markiert. Eine späte Ehrenrettung des verbotenen Ordens. Die Darstellung bildete mit zwei anderen Teilen den schmalen Unterbau für ein großes Altargemälde, ebenfalls von Pere Nisard. Es hängt heute für sich und ist der Blickfang des Raumes. Vordergründig wird da St. Georg der Drachentöter gefeiert. Aber dahinter liegt Mallorcas Hauptstadt mit ihren engen Gassen, der halbfertigen Kathedrale und dem quirligen Hafen. Voll von Schiffen, die sich seit der Templerzeit nicht sehr verändert haben. Zwei Segler der Ordensflotte kennen wir mit Namen, den Falken und die Tempelrose. Das war die Chance für die verfolgten Ritter. Weg von der Insel, mit den Booten, die sie noch hatten, und ihren Seekarten, die plötzlich wertvoller waren als alles Gold und Silber. Mann, eindrucksvolle Schiffe hatten die, wa? Trotz strenger Geheimhaltung gelingt nur wenigen die Flucht. Die es schaffen, haben ein klares Ziel, das spanische Festland, wo viele Brüder dem Druck des Gegners standhalten. Aber wie lange? Ja, spanisches Festland, ich diese Szene brauche ich jetzt nicht wahnsinnig kommentieren, also das soll offenbar die Flucht der Templer sein. Also Flucht übrigens, ne, hat an vielen Orten tatsächlich auch stattgefunden, auch wurde an vielen Orten einfach aufgegeben und es gab an vielen Orten tatsächlich auch Belagerungen. Und das vor allem Miravet zum Beispiel ist eine der ganz bekannten Gelegenheiten, wo das vorkam. Was diese Flucht hier angeht, weiß ich nicht. Kann gut sein, dass das so war. So sah sie auf jeden Fall nicht aus, wenn da eine Flucht stattgefunden hat. Aber hey. Also es ist schon echt Wahnsinn, wie schlecht die Ausstattung ist. Schon eindrucksvoll im Grunde. Musik.
Im Morgenlicht eine bekannte Landmarke, die Templerburg von Peñíscola, südlich von Tarragona. Hier hatte ein Landsmann das Kommando, der Mallorquiner Ramón de Guardia, hoch angesehen beim König von Aragon. Die Soldaten des Herrschers trauten sich deshalb nicht in die Festung. Für ungebetene Eindringlinge gab es eine Überraschung. Eine krasse Festungsanlage einfach auch. Die Männer aus Mallorca ziehen weiter. In eine geheimnisvolle Bergwelt, den Maestrasgo, zu Deutsch die Herrschaft. Der Name geht auf die Templer zurück. Ihr Brennpunkt lag in Cantavieja, auf uraltem Siedlungsboden. Angeblich hatten hier schon die Karthager um 200 vor Christus eine befestigte Stadt gegründet. Als die Mallorca-Gruppe hier eintrifft, war der Ort schon über 100 Jahre im Besitz der Templer. Eine blühende Gemeinde. Doch 1308 erklärt der König von Aragon den Orden zum Staatsfeind Nummer 1. Seine Truppen belagern Cantavieja. Die Festung wird regelrecht platt gemacht. Nur die Templerkirche St. Michael blieb stehen. Liegt einer der Ordensbrüder, vielleicht der Festungskommandant, in diesem Grabmal aus Alabaster? Ein Abbild des Toten, lang ausgestreckt auf dem Sarkophag, könnte uns mehr verraten. Aber es ist längst verschwunden. Auch die Reliefszene auf der Vorderseite gibt uns keine Antwort. Viermal die gleichen Personen. Offenbar unterhalten sie sich, aber wir wissen nicht worüber. Eine verschlüsselte Botschaft. Ich wollte genau sowas sagen gerade. Nur weil wir was aus heutiger Sicht nicht verstehen, heißt es nicht, dass da ein Geheimnis dahinter liegt, sondern wir wissen es einfach nur noch nicht. Oder dass da ein versteckter Schlüssel zu einem Schatz liegt. Und es ist schon wichtig, da auch die. Deshalb brauchen wir Forschung. Weil wir uns mit solchen Dingen befassen müssen. Da müssen Kunsthistorikerinnen und Historiker ran, da müssen Archäologen ran, da müssen Historikerinnen und Historiker ran. Kein Geheimnis. Aber vielleicht ein Forschungsgeheimnis. Aber bitte bausch es nicht auf jetzt. Die Leute im Dorf behaupten noch heute, der Tote sei mit Gold und Juwelen geschmückt worden, bevor man ihn bestattete. Bei der letzten Restaurierung vor 6 Jahren wurde das Grab nicht geöffnet. Auch wir haben das nicht vor. Aber wir wollen herausfinden, was es tatsächlich enthält. Also richtig, richtig lieb vom TerraX-Team, dass sie es nicht vorhaben. Und es ist auch interessant, also es gibt wahnsinnig viele lokalhistorische Geschichten über Tempel. Also gibt es an so vielen Orten. Und der Wahrheitsgehalt ist häufig sehr limitiert. Denn die Nummer war vor 800 Jahren. Lokaltradition schön und gut. Aber ob sich sowas tradiert, weiß ich jetzt nicht, wie genau sowas dann ist. Aber es ist halt spannend zu erzählen. War in der letzten Doku auch so. Wussten irgendwelche Dorfältesten von irgendwelchen Templer-Sachen noch. Und wir haben auch in den Quellen einiges, was sich da erhalten hat. Müsste ich auch irgendwann was zu machen. Gibt es ein paar spannende Geschichten. Aber der Wahrheitsgehalt, das sind schöne Geschichten. Aber der Wahrheitsgehalt, Ihr bohrt da rein? Ein Loch von nur 1 Zentimeter Durchmesser öffnet den Weg für die kriminalistische Spurensuche. Es wird übrigens später wieder mit Steinkitt verschlossen. Autsch. Durch diese winzige Öffnung dringt ein Endoskop in den unsichtbaren Hohlraum. Es hat an der Spitze ein Objektiv und einen Lichtleiter, der das Innere ausleuchten kann. Die Spezialisten merken bald, der Tunnel ist zu eng. Das Endoskop hat kaum Spielraum. Es muss ein zweites Loch her, weiter oben.
Jetzt wird ein Stab mit einer Optik von 90 Grad eingeführt. Sie zeigt zunächst die Deckplatte des Grabes, dann einen Unterschenkelknochen, der von einem schweren Stein zertrümmert wurde. Rechts ein paar handgeschmiedete Nägel. Keine Spur von Edelmetall, von Juwelen. Irgendwann hat jemand die Ruhe des Toten massiv gestört. Also finde ich auch schön, wie ganzheitlich jetzt ein Überblick über das Grab sich verschafft wurde. Und auch anzunehmen, dass einfach halt, ist halt ein Templergrab, deswegen wird er halt ein Schatz sein. Und seinen Sarg durchwühlt. Die Legende von der goldgeschmückten Templerleiche geistert weiter durch den Ort. Aber Hauptsache zwei Löcher ins Grab gebohrt, Alter, kannst du dir nicht ausdenken. Also dann wäre es doch sauberer, die Platte kurz abzunehmen, oder nicht? Also das weiß ich nicht, wie man sowas standardmäßig macht, aber das ist nicht das saubere Vorgehen, finde ich. Gleich neben der Kirche mit dem geheimnisvollen Grabmal liegt das... Und auch da, was ist denn darin jetzt geheimnisvoll gewesen? Das ist halt ein mittelalterliches Grabmal gewesen von irgendeinem Ordenswürdenträger. Templer ist gleich geheimnisvoll. Hospital der No, ist es nicht. Templer. Heute ein heruntergekommenes Spukhaus, unbewohnt. Hier haben die Ritter ihre verwundeten Brüder versorgt, sich aber auch um Kranke aus dem Dorf gekümmert. Das königliche Archiv von Mallorca erwähnt ein Standardwerk mittelalterlicher Heilkunst aus Templerbesitz, das Lehrbuch der Chirurgie von dem Italiener Teodorico. Der Band ist reich illustriert. Hier untersucht der Arzt einen Patienten am Hüftgelenk. Kaum helfen aber konnte dieser medizinische Ratgeber bei der Bekämpfung einer unheimlichen Seuche, die damals ganz Europa heimsuchte. Sie trug den seltsamen Namen Antoniusfeuer, nach einem Heiligen, der sie angeblich kurierte. Aber das war ein frommer Irrtum. Der Herd dieser Epidemie verbarg sich in scheinbar unverdächtigen Roggenfeldern. Die Menschen jener Zeit glaubten zwar, dass Korndämonen wie die Roggenmuhme im Getreide lauerten. Okay, wie so ein Ding jetzt ins Kornfeld läuft. Aber sie wussten nicht, dass Schmarotzerpilze in Roggenblüten oft dunkle Sporen hinterlassen. Das noch heute gefürchtete Mutterkorn. Es enthält äußerst giftige Substanzen, die auch im Mehl und im Brot voll wirken. Wer davon aß, bekam bald starke Krämpfe. Die weiteren Symptome schildert ein Chronist. Viele verfaulten, wie von einem heiligen Feuer verzehrt, das ihnen die Eingeweide auffraß. Die Stadien der Krankheit werden drastisch dargestellt. Das Fleisch fällt von den Knochen. Oft müssen Hände und Füße amputiert werden. Die wandelnden Kadaver stinken wie die Pest, die erst noch kommen wird. Vorher rafft die heimtückische Lebensmittelvergiftung Zehntausende in Europa dahin. Wo kommt jetzt der Twist zu den Templern, ist die Frage. Die Templer gaben den Patienten Brechmittel aus dem Saft von Wolfsmilchpflanzen. Geschwüre behandelten sie mit einer Salbe, die aus der Zistrose gewonnen wurde. Das dunkle Harz dieses Strauches galt damals als wahres Wundermittel. Unter dem Namen Labdanum verbrannte es auch zu Weihrauch. Natürlich wird Dies Irae gesungen, Tag des Zorns. Manche Templer wurden selbst Opfer des Antoniusfeuers oder der Lepra, die ähnliche Merkmale zeigt. Die Brüder schlossen sie aus der Gemeinschaft aus. Was sind das jetzt für random Schwenks? Natürlich bekamen die Templer das auch alle, weil sie halt normal Teil der normalen Bevölkerung irgendwie waren und sich von dem ernährt haben, von sich alle anderen auch ernährt haben. Und die Rückführung darauf, wenn wir kurz rekapitulieren,
dass die Templer die Leute so und so behandelt hätten, ist aufgrund des Fundes dieses Behandlungsbuches geschlussfolgert worden, denke ich. Entschuldigung. Und in der Tat gibt es von einigen, ich weiß nicht, ob es diese Templerniederlassung ist, aber von der mallorquinischen Templerniederlassung, ich glaube aus Palma, ein sehr umfangreiches Inventar, eine Inventarliste, also was dort gefunden wurde, als die Templer dort oder als die Templerniederlassung dort übernommen wurde. Und zwar wurde die den Johannitern übergeben, wie an vielen Orten in Europa auch sind die Templerbesitzungen in Johanniterhand übergegangen. Und das aus den Niederlassungen, ich glaube, auf Palma. Oder in Palma gibt es ein sehr detailliertes Inventar, da würde ich im Nachgang gerne nochmal reinschauen, was dort vorgefunden wurde in der Templer-Niederlassung. Super spannend, super spannendes zeitgenössisches Zeugnis dessen, wie man gelebt hat. Und wahrscheinlich kommt der Hinweis auf das Buch, könnte ich mir vorstellen, das hier genannt wird, aus einem solchen Inventar, wäre meine Vermutung. Heilige Messe durften sie nur durch ein Guckloch in der Kirchenwand verfolgen. Traf sie jetzt der Fluch des Baphomet, jenes dreiköpfigen Götzen? Oh, wo kommt das denn jetzt her? Baphomets Fluch, Fluch des Baphomet, Baphomet und die Templer habe ich ein Video dazu gemacht. Das geistert wirklich überall rum. Welcher Fluch des Baphomet? Baphomet war den meisten Templern überhaupt kein Begriff. Baphomet ist eine Verballhornung des Mohammed, also des Namens Mohammed. Und ist von 2, 3, 4 Templern als Bezeichnung für eine Mohammeds-Darstellung sozusagen oder als Götzenbild bezeichnet worden. Wir warten kurz ab und dann rege ich mich auf. Den so viele Templer angeblich verehrt hatten? Ja, den so viele Templer, nämlich so viele Templer waren es nicht, sondern es waren 2, 3 Templer, die den Namen genannt haben. Und diese Verehrung von der Götzenfigur, von dem Idol, wurde den Templern unter anderem vorgeworfen. Und da gibt es mehrere Berichte sozusagen darüber, was darauf Templer geantwortet haben, auf diesen Vorwurf. Aber diese Baphomet-Sache ist historisch so aufgebauscht, unter anderem durch eines meiner Lieblingsgames, Baphomets Fluch, dass es längst nichts mehr mit dem zu tun hat, wie es in den Quellen tatsächlich war. Schaut euch, wenn euch das interessiert, bitte mein Video dazu an. Ganz dringende Empfehlung. Wie Gespenster schlichen sie durch ihre Klöster und Dörfer. In Wohngebieten mussten sie sich schon von Weitem mit einer Holzklappe bemerkbar machen. Die Flüchtlinge aus Mallorca packte das Grauen. Auf ihrem Weg nach Westen sahen sie nur Spuren des jüngsten Gerichts. Zerstörte Burgen, verbrannte Erde und die Trümmersteine ihrer Ordenshäuser. Okay. Also es wird sozusagen das Bild der fliehenden Templer durch Spanien hergenommen, um die Verwüstung zu zeigen. Das ist jetzt das Narrativ, denke ich. Der Marsch durch die Zone des Todes ist plötzlich zu Ende. Die Flüchtlinge betreten ein Ordensgebiet, in dem alles läuft wie gewohnt, ohne Störung von außen. Ah, lustig, da sagen wir mal was Positives. Oh, da ist schon wieder vorbei. Wir sagen mal was Positives. Das Bosson ist richtig dargestellt. Halb richtig. Das ist die Schlachtstandarte des Templerordens. Die wird in den Quellen schmaler dargestellt, nicht so wie eine richtige Flagge, sondern viel schmaler, eben als Schlachtstandarte. Und das hier ist ein schwarzes Schild mit rotem Kreuz. Haben wir keine Quellenvorlage für. Wofür wir eine Quellenvorlage haben, ist das hier. Ein Schild mit ein schwarz-weißer Schild, getrennt. Dafür haben wir eine Vorlage. Ihre Brüder halten sich jedoch kampfbereit. Es sind die Ritter von Montalban, der größten Templerburg Spaniens, nahe Toledo. Und in den Krieg reitende Templer hatten natürlich keinen Mantel um. Ich weiß, das sieht man überall, aber wie unpraktisch ist das? Sondern die hatten halt einen Waffenrock an, der nicht so aussah, sondern der sehr viel dezenter wahrscheinlich aussah, bei Ritterbrüdern zumindest. Ein Mantel, unglaublich unpassend in der Schlacht. Ihre Brüder. Und natürlich tragen alle Mantel, sieht epischer aus, aber es nach allem, was hier ist, ein Quatsch. Halten sich jedoch kampfbereit. Es sind die Ritter von Montalban, der größten Templerburg Spaniens, nahe Toledo.
Also was in Spanien noch an Festungen steht, das ist schon auch saugeil einfach. Gebt euch das. Im Schicksalsjahr 1308 verhandeln die Burgherren mit dem König von Kastilien. Andere spähen auch nach der Beute. Der Papst ermuntert sie. Doch seine Majestät will die Festung für sich. Woher dieses außergewöhnliche Interesse? Kastilien, das sagt schon der Name, ist voll von Kastellen. Der Schatz! Aber Montalban ist etwas Besonderes. Nicht nur ein eisenhartes Bollwerk, das jedem Ansturm widersteht. Es liegt genau im Herzen Spaniens, bildet die geografische Mitte der Halbinsel. Ein idealer Platz, um Macht zu konzentrieren und nach allen Seiten auszustrahlen. Was die alten Karten auch schon zeigen, Montalban liegt auf der gleichen Linie wie Palma de Mallorca. Oh oh, mir schwan Schreckliches. Es wird begonnen, irgendwo irgendwelche Linien zu ziehen. Ist hier Schwurbel incoming? Linien zu ziehen, geografische Verbindungen, Luftwege und so. Oh, Vorsicht, Leute. Und Tomar. Zum ersten Mal hören die Mallorquiner von dieser Stadt in Portugal, dem Prunkstück ihres Ordens, beschützt von einem Herrscher, der das Komplott nicht mitmacht. Tomar wird zum Symbol der Hoffnung. Montalban geht an die Krone Kastiliens, kommt später in andere Hände, wird nicht Regierungssitz Spaniens, sondern verfällt. Aber es gibt immer noch genug, was uns staunen und rätseln lässt. Wozu brauchte man 17 Meter hohe Torbögen? Wie tief reicht die Erdschicht, die Jahrhunderte hier angefüllt haben? Nur mit viel Mühe und Spürsinn kann man Gänge und Räume auseinanderhalten. Das hier waren offenbar Toiletten. Die Exkremente landeten direkt im Burggraben. Auf dem ummauerten Gelände gibt es genug Brunnen. Also bei sowas einfach mal Archäologen fragen, ganz ehrlich. Wozu dann die riesigen unterirdischen Gewölbe? Das können nicht nur Wasserdepots gewesen sein. Wir wollen sie näher untersuchen. Verschüttete Säle. An manchen Stellen klingt es hohl, offenbar Geheimgänge. Aber wo führen sie hin? Vor ein paar Jahren geschah etwas Merkwürdiges. Ein trächtiges Schwein fiel durch ein Loch hier runter. Nach wenigen Tagen tauchte die Sau wieder auf, mit 7 Ferkeln. Aus einer Grube 4 Kilometer weiter östlich. Genau dort steht die Templerkapelle von Melke. Also es gibt offenbar wieder irgendwelche Geheimgänge. Also unterirdische Keller in einem heißen Land. Nicht per se erstmal verdächtig mit irgendwas. Und es wird halt mit einer Grundannahme gesucht und dann wird alles, was man findet, auf diese Grundannahme, nämlich des Geheimnisses, des Schatzes, des Versteckten, bezogen. Und das ist halt echt wild einfach. Der Bau war schon da, als der Orden hier Fuß fasste. Ein Erbstück der Westgoten, die im 8. Jahrhundert den Arabern weichen mussten. Die ließen sich, trotz aller Feindschaft, vom christlichen Baustil inspirieren. Der typisch maurische Hufeisenbogen ist eigentlich eine Erfindung der Goten. Die Templer weihten den Raum der Schutzpatronin Maria und schmückten ihn mit ihrem Bildnis. Aber dann setzten sie einen Wehrturm mittendrauf. Die Kapelle wurde zum militärischen Vorposten auf dem Weg zu einer der wichtigsten Verkehrsadern. Der Rio Tajo. So muss der Reiseweg ausgesehen haben, auf dem die Flüchtlinge aus Mallorca ins gelobte Land nach Portugal kommen wollen. Nämlich mit ihrer kleinen Nussschale, mit der wir sie vorhin gesehen haben, bin ich mir ganz sicher. Ein breiter Fluss mit Felsbarrieren und waldigen Ufern.
Im Verlauf des Tajo, mit gut 1000 Kilometern der längste Strom der Iberischen Halbinsel, gibt es nur noch ein einziges Stück Urlandschaft. Eine kurze Strecke mitten durch den Naturpark von Monfragüe. Sechzig Kilometer weiter stoßen wir auf die Reste einer Römerbrücke. Sie wurde um 90 nach Christus errichtet und war ursprünglich 280 Meter lang. Vier Bögen blieben übrig. Aber auch die beweisen noch das Know-how römischer Ingenieure. Schon die Templer waren beeindruckt. Jetzt wissen wir jetzt, woher genau nochmal? Gibt es ein Quellenvermerk, wo steht, oh, die Römer, die haben aber gebaut. Ich, ein Templer, bin beeindruckt. Die Bögen wurden aus regelmäßigen Ziegeln konstruiert und einsturzsicher zwischen die Träger gespannt. Die äußerst soliden Pfeiler laufen unten spitz zu, um die Strömung zu teilen. Hinter der Verschalung aus behauenen Quadern steckt eine Füllung aus kleinen Bruchsteinen. Das machte die Stützen elastisch. Man weiß das so genau, weil man das Gemäuer vor ein paar Jahren Stein für Stein abgebaut und an dieser Stelle wieder neu zusammengesetzt hat. Früher stand die Brücke 4 Kilometer weiter südlich. Die Araber nannten das gut erhaltene Bauwerk Al-Konetar. 1169 besetzten die Templer den Brückenkopf und hielten ihn bis zum bitteren Ende. 1169, ach so, wir sind ja nicht mehr auf Mallorca, wir sind in Spanien. 1169, Templer sind nach Mallorca viel später gekommen, haben wir schon gehört. 1229 ungefähr. Seit 1969 ist von Al-Konetar nichts mehr zu sehen. Ein riesiger Stausee bedeckt das Land zu beiden Seiten des Tajo. Unter den Fluten verschwanden Baumwollfelder, aber auch Hünengräber aus der Steinzeit und eine westgotische Kirche. Nur die Römerbrücke hat man gerettet, nicht aber das Erbe der Templer. Taucherteam, let's go. Wir gehen auf Spurensuche. Dabei hilft uns die Guardia Civil mit professionellen Tauchern. Jetzt im Mai ist das Staubecken bis zum Rand gefüllt. Die Strömung des Tajo recht stark. Die Boote machen an einer Stelle fest, die von flachen Erhebungen markiert wird. Aber hieß es nicht gerade, dass das ein gotischer Bau ist? Warum ist das jetzt und warum ist das jetzt genau das Erbe der Templer nochmal? Und warum genau taucht man da jetzt nochmal? Weil wegen Abenteuer wahrscheinlich einfach, oder? In etwa 12 Metern Tiefe stoßen die Taucher auf eine wuchtige Mauer, finden ein Loch und schlüpfen hinein. Offenbar sind wir jetzt in einem Turm. Treppenstufen führen nach unten. Doch mehr kann man nicht erkennen. Der schlammige Grund ist aufgewühlt. Algenschnee wirbelt nach oben. Wir brechen die Aktion ab und beschließen, zu einer späteren Jahreszeit wiederzukommen. September. Der Stausee hat sich total verändert. 5 Milliarden Hektoliter Wasser sind nach und nach abgeflossen. Die ausgebrannten Felder der trockenen Extremadura haben es dringend gebraucht. Und da liegt jetzt die Festung einfach? Inseln sind inzwischen aufgetaucht. Hätte man euch davor wissen können? Auch unser Turm, aber nur zu einem Drittel. Der größte Teil steht noch unter Wasser. Das keilförmige Bauwerk war Teil einer starken Festung. Blenden wir uns per Trick ins Mittelalter. So sah es damals hier aus. Der Tajo und sein Zufluss, der Rio Almonte. Nahe der Mündung der arabische Stützpunkt. Die Templer hatten ihn zu einer prächtigen Ritterburg ausgebaut und die Zufahrtswege instand gesetzt. Sie reparierten auch die schadhafte Römerbrücke.
Zum Lohn durften sie Brückenzoll und Straßengebühren kassieren von jedem, der über den Fluss wollte. Aber das reichte ihnen noch nicht. Sie verlangten, dass Reisende den Tajo nur an dieser Stelle überquerten. Andere Brücken im Umkreis oder Kähne zur Überfahrt waren verboten. Zähneknirschend stimmten der König und die Nachbargemeinden zu. Tja, es ging ums Geld machen. Torre de Floripes nennen die Leute hier den einzig erhaltenen Rest aus der Templerzeit. Floripes, die Tochter des Sultans, verliebte sich in einen christlichen Ritter. Die Romanze soll glücklich ausgegangen sein, so wollen es sagen meistens. Der Schauplatz der mittelalterlichen Love Story wirkt heute etwas verloren, doch er fasziniert noch immer. Der Turm besteht aus massiven Granitquadern und bildet von außen ein Fünfeck wie das Pentagon in Washington. Von der Plattform mit ihrer vorspringenden Brustwehr konnte man Bewegungen auf dem Fluss und den Verkehr auf der Brücke bestens beobachten. In dieser Bastion fanden auch die Mallorca-Flüchtlinge noch einmal Zuflucht, bevor sie sich aufmachten Richtung Portugal. Ist das belegt? Das würde ich im Nachhinein gerne nochmal. Also, woher will man das denn wissen? Ich schenke dem immer zu viel Glauben, was ich da höre. Die komplette Fluchtroute mallorquinischer Templer über diese Strecke, das würde mich schon sehr wundern. Ich bin da immer nicht drastisch genug in meinen Urteilen. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass man das so nachvollziehen kann. Aber es ist eine schöne Geschichte. Dass die erst hier Zuflucht finden, bevor sie dann nach Portugal geflohen sind. Entstehung des Christusorden, einige Templer, die dort dann in diesem Christusorden aufgegangen sind. Die Fischer auf dem Stausee lassen sich viel Zeit. Während sie auf ihren Fang warten, erinnern sie sich, wie es hier war, damals vor der großen Flut. Sicherlich tun sie das. Dann fallen ihnen auch die alten Sagen wieder ein. Vom versunkenen Alconetar und von den Tempelherren, die von hier aus über die nahe Grenze fuhren, in ein Land, wo sie endlich willkommen waren. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, was macht man jetzt damit? Es war nicht so schlimm wie die letzte Terra X-Doku. Weil da war wirklich hochgradig viel Schwurbel mit dabei. Das war hier nur am Rande der Fall. Und das Positive ist natürlich, dass es diese alten Terra X-Doku schaffen. Die haben erstens immer, finde ich, ganz gute Aufnahmen. Das heißt, man wird wirklich an die Orte gebracht, die man heute einfach auch nicht mehr so auf dem Schirm hat. Das heißt, ich glaube, da ist gut auch Budget reingeflossen. Was mich eben nervt, ist sozusagen das Narrativ, das genommen wird und übergestülpt wird. Und es sind immer die gleichen Punkte, ne? Es ist Schatz, es ist Geheimnis, es ist die mächtigste Intuition, der Orden, der allen zu mächtig wird und dann aufgelöst wird. Das sind immer die vorherrschenden Punkte, die immer gleich sind im Grunde. Und ich glaube, es gibt noch eine weitere Doku, die sich auch mit den Templern befasst, diese Portugal-Coup, der jetzt hier am Ende angeteasert wurde. Den werden wir uns auch noch anschauen. Die Darstellungen sind wie immer echt super schlechte Ordensritter, ne? Sehr billig, sehr falsch, auch nach dem, was wir in den Quellen wissen. Aber das ist ja bis heute immer noch der Fall. Die Doku dürfte gute 20 Jahre, wahrscheinlich sogar noch älter sein. Das Bild, das da vermittelt wird, ist also grob fahrlässig falsch. Aber deswegen schauen wir es uns ja auch an und langsam setzt sich ja auch die Auffassung durch, dass wir mittlerweile durchaus besser wissen, wie Ordensritter ausgesehen hat. Nicht nur Templer, aber auch Johanniter zum Beispiel. Die Narrative, die bedient werden, sind immer die gleichen. Das haben wir gerade schon festgestellt. Das finde ich sehr, sehr, sehr bedauernswert. Aber die dahinterstehende Intention dieser Dokus ist natürlich klar. Es geht um Abenteuer, es geht um Geheimnis, es geht um Mysterien. Und das sind die Templer nun mal immer gern gesehenes Futter. Mallorca ist das spannende Thema, das hier aufgegriffen wird. Das wird häufig nicht gesehen, wenn man sich über den Templerorden unterhält. Das ist häufig missachtet. Insofern finde ich das einen positiven Aspekt der Doku, dass man sich damit mal befasst, auch die Originalaufnahmen eben sieht. Vieles ist noch erhalten. Der Bernhardsaltar wurde dargestellt, auch ein großer Pluspunkt.
den viele von euch sicherlich noch nicht gekannt haben dürften. Und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Insofern weniger schlimm als gedacht. Ein paar große Kritikpunkte gibt es dennoch, finde ich. Ich hoffe, ihr konntet mit der Einordnung ein bisschen was anfangen und habt vielleicht sogar ein bisschen was gelernt. Das würde mich sehr freuen. Falls dem so ist, lasst doch ein Abo bei meinem Kanal da oder vielleicht einen Daumen hoch. Gerne auch einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Danke, dass ihr da wart. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Joey.